Dann gehe ich wieder Schlackeberg. Ja, aber mir geht es eigentlich gerade gar nicht gut. Denn ich musste eine kleine, ja, wie heißen die, Haselmaus oder so erschlagen, Feldmaus, weil die voller Parasiten war und Luna da so rumgezuckt ist und das hätte wer weiß wie lange gedauert, bis die gestorben wäre. Und ja, als Tierschützerin, ich kann da nicht weggucken. Ich kann zwar eigentlich auch kein Tier erschlagen, aber wenn es Hilfe braucht, zu retten, wart ja nicht mehr, bevor sie stundenlang rumquält. Musste ich das machen. Ja, dann habe ich die Hunde an eine Laterne festgebunden und dann habe ich einen riesigen großen Stein gesucht. Zum Glück habe ich auch einen gefunden. Das Tolle ist ja auch noch, man braucht ja einen Stein mit einer glatten Oberfläche bzw. Unterfläche, damit man die gleichmäßig trifft, weil sie ja sofort tot sein soll und nicht dann auch leiden soll. Ja, und so einen Stein habe ich zum Glück gefunden, der war auch ziemlich schwer. Dann habe ich den da drauf geknallt. Die hat sich sogar vorher schon so hingelegt, als wenn die da wüsste, was jetzt passiert. Ja, und dann habe ich aber zur Vorsicht, weil ich nicht wusste, ob die jetzt auch wirklich sofort tot ist, habe ich den lieber nochmal zwei, dreimal da drauf geknallt. Ja, dann habe ich den Stein an der Seite und habe die mit so einer Kacktüte von den Hunden, habe ich die dann in eine Mülltonne entsorgt und ins Licht geschickt, dieses arme Tier. Und deswegen musste ich heute, jetzt kann ich wieder gar nicht sprechen, was ich gleich hole. Deswegen musste ich heute zum Schlackeberg, weil der Schlackeberg mir immer ganz viel Kraft gibt. Ja, und jetzt sind wir hier. So ist das. Tierschutz ist nicht immer schön. Tierschutz ist ganz schön anstrengend. So, und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen spazieren. Scheiße alles.